Okay, wir haben also hier zwei Kerle. Oh! Haben die einen Monat lang nichts gegessen? Was? Jo, ich hoffe, Leute, herzlich willkommen zu einem Nacht. Wie schön, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Ja, es ist endlich wieder soweit. Ihr habt es euch so sehr gewünscht. Heute gibt es eine neue Folge vom Reaction-Format und wir werden uns heute sehr, sehr spezielle Videos anschauen. Denn ihr habt mir Sachen eingeschickt, die außergewöhnlich sind. Irgendwelche Talente, die Leute haben. Irgendwelche Sachen, die unmöglich sind, aber irgendwie stattgefunden haben. Und das schauen wir uns heute gemeinsam an, Leute. Das hier ist noch der Kommentar des Tages. Falls ihr Kommentar des Tages werden wollt, müsst ihr einfach die Glocke aktivieren und als einer der ersten kommentieren, damit ich sehe, seid am Start. Und dann seid ihr in meinem Video. Aber falls ihr doch noch komplett neu auf diesem Kanal sein solltet, dann lasst doch jetzt einfach ein kostenloses Abo da. Ihr seid direkt Teil der Gang, es kostet nichts, es dauert nur eine Sekunde, Leute. Gönnt euch doch einfach mal was im Leben, ja? Aber ich würde sagen, wir reden heute wirklich überhaupt nicht länger drum rum. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr mir eingeschickt habt. Ab mit dem ersten Clip. So, und im allerersten Video haben wir einen Jungen. Er sprintet auf eine Wand zu. No, Bro! Spy! Ey, ey, ey! Hallo? Spider-Man, bist du's? Ey Leute, ich teste das jetzt auch aus, ne? Wir haben also im allerersten Video direkt einen kleinen Boy. Er ist vielleicht, keine Ahnung, 4 Jahre alt, 3 Jahre alt und hat jetzt schon mehr Talent als ich. Silent Night. Die ganze Familie sitzt also unten und er denkt sich, hey komm, wir haben da diesen einen Pfosten mitten. Ja, ich bin auch im Pfosten, ich weiß Leute. Aber er hat diesen einen Pfosten mitten im Raum stehen und denkt sich, hey komm, wieso kletter ich da nicht einfach mal schnell hoch? Wieso habe ich nicht so ein Talent? Ich will nur ganz kurz noch gucken, ob er irgendwas noch macht. Er slidet auch noch ganz normal die Treppe. Die Treppe, wahrscheinlich eine Treppe, Mann. Slidet die Wand auch noch ganz normal hinunter. Und tut einfach so, als wäre es nicht so. Und er geht wieder hoch. Einmal hätte ja nicht gereicht, oder? Also ihr merkt schon, heute geht es um irgendwelche speziellen Talente, die Kids oder Typen oder irgendwelche Sachen, die Leute austesten. Wir gucken einfach mal direkt zum nächsten Clip, okay? Wir gucken weiter. So, jetzt haben wir einen Jungen, ich glaube, er pustet einen Luftballon auf, oder was macht er genau? Ich glaube, nein. Eine Sekunde, wenn dieser Typ diesen kompletten Luftballon mit Helium einatmet, dann haben wir ein Problem. Ich dachte zuerst, er pustet den Luftballon auf, weil es sieht so aus, aber ich bin mir jetzt mittlerweile ziemlich sicher, dass er das ganze Helium aus dem Luftballon einatmet. Bruder, wie viel Helium atmest du ein? Er macht immer weiter und weiter und weiter. Können wir hier ganz kurz die Zeitkarte einblenden? 6,5 Stunden später. Okay, dann machen wir es ebenso. Brillant, Bruder, schlag ein, Alter. Bro? Wir haben also einen Jungen, der 8 Millionen Jahre lang irgendeinen Helium-Luftballon einatmet und sich denkt, hey komm, das kann bestimmt nicht schief gehen, oder? Das muss bestimmt was Gutes werden. Super. Er nimmt also nicht so einen kleinen Baby-Luftballon, wie es alle anderen machen, tut so kurz seine Stimme verändern und das war's. Nein, er atmet 8 Millionen, was ist die Einheit von Luft oder Helium? 8 Millionen Liter? So dumm es auch klingt, aber ich habe erst ein einziges Mal in meinem ganzen Leben Helium eingeatmet und ja, das war, naja, wie soll ich sagen? Yo, what's up, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ist mega lustig, aber ich weiß es nicht so. Okay, Leute, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Talent ist oder ob das was Spezielles ist, das dieser Typ hier gemacht hat. Ich glaube, das war einfach nur dumm und er wollte seinen Kumpel beeindrucken. Aber naja, gucken wir doch einfach mal direkt wieder weiter, was als nächstes kommt. Ich bin auch sehr, sehr gespannt, was er mir sonst noch eingeschickt hat. Und jetzt kommen wir anscheinend zu einem Mädchen, das mit uns einen Test macht, was wir alles können. Denn sie zeigt uns jetzt ihre besonderen Gaben, wie auch immer. Und wir müssen gucken, ob wir das auch können. Okay, sie fängt also an. Und das erste ist mit ihrem Daumen. Wie bitte? Okay, sie hat also ihren Daumen und auf einmal macht sie einfach den Knicks und der Daumen ist hin. Ich will das auch können. Okay, Leute, ab jetzt schreibt mir immer in die Kommentare, ja oder nein, ob ihr das auch könnt. Also zum Beispiel Daumen, Doppelpunkt, ja. Ich versuche das Ganze auch mal ganz kurz. Das ist hier, wie gesagt, mein normaler Daumen. Wir versuchen, den nach hinten zu machen. 3, 2, 1 und... 3, 2, 1 und...
Cool. Das erste Talent kann ich nicht, aber das ist ja auch klar, weil hey, als ich habe kein Talent. Also ich habe keinen Plan, wie die das anstellen, aber schauen wir mal weiter. My second one is my splits. Ich kann davon nichts. So, als nächstes haben wir jetzt... Sie kann quasi also... Oh! Okay, sie kann... Oh! Sie kann quasi so tun, als wäre ein Faden hier an der Lippe befestigt und sie zieht die Lippe quasi immer nach oben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lehnt euch zurück und genießt die Show, denn ich zeige euch jetzt, wie das Ganze geht. Ich kann das auch. Let's go! Oh mein Gott, ich kann das wirklich. Oh no! Oh, Naturtalent ist da, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jungs, Mädels, schlagt ein, Mann! Jungs und Mädels? Wir haben bis jetzt zweimal nein, einmal ja, Leute. Hey, what's poppin', man? Ja, boy, ich hab's geschafft, Mann. Ich hab endlich mal was geschafft. Als nächstes haben wir... Okay, sie kann noch mit ihrer Zunge ihre Nase berühren. Das brauche ich nicht vormachen, weil das kann ich eh nicht, Leute. Und als nächstes, beziehungsweise als letztes kann sie noch... And I put it over my head. Kann ich, auf jeden Fall, kann ich. Okay, Leute, wir hatten, glaube ich, jetzt 4 oder 5 Sachen. Ich habe eins davon nur gekonnt. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wie oft ihr irgendwas geschafft habt oder sonstiges, Mann. Ich bin gespannt, ey. Es ist gar nicht so leicht, okay? Manches kann man nur, wenn es einem angeboren ist, oder wenn man eben Talent hat. Aber wir gucken einfach mal weiter, was als nächstes kommt. Ich bin sehr, sehr gespannt, denn der nächste Clip, Leute, heißt: Ich habe einen Monat lang nichts gegessen. Das geht auch eigentlich gar nicht, oder? Okay, wir haben also hier zwei Warte! Wie bitte was? Haben die einen Monat lang nichts gegessen? Was? Wir haben also zwei Jungs, die einfach nur dastehen und... Jungs, was macht ihr da? Das Ding ist, wie gesagt, das Video heißt, ich habe einen Monat lang nichts gegessen, beziehungsweise diese zwei Kids sollen anscheinend einen Monat lang nichts gegessen haben. Die Bewertungen sind auch positiv, das heißt 17.000 Likes, 4.000 Dislikes. Das Einzige, was ich mich selber frage, ist es wirklich möglich, einen Monat lang nichts zu essen? Geht das? Als ob diese zwei Kinder einen Monat lang einfach nichts gegessen haben und jetzt so abgemagert sind. Falls dieser Clip echt sein sollte, okay? Dann an die Eltern. Was seid ihr für komische Eltern? Und falls dieser Clip fake sein sollte, ich hab's euch gesagt. Nee, man, jetzt mal Spaß beiseite. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass man einen Monat lang als Kind auf Essen verzichten kann oder beziehungsweise sollte. Also an all die Kids da draußen, macht sowas nicht, okay? Das ist nicht gesund für euch. Ich weiß nicht, ob das real ist oder nicht. Wie gesagt, die Bewertungen sind positiv. Das heißt, das ist eigentlich nicht real. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr denkt, es ist real oder fake, auf jeden Fall. Diese Kinder haben anscheinend einen Monat lang einfach nichts gegessen und das ist das Resultat. Aber gut, wir gucken direkt nochmal weiter, denn wir haben hier nochmal einen Clip, der auf uns wartet und wir schauen mal wieder, was dieses Mal für Talente oder spezielle Sachen kommen. Schauen wir doch mal. So. Okay, dieses kleine Mädchen kann also anscheinend, oh. Was? Okay, dieses kleine Mädchen kann also nicht nur ihre Zunge einrollen oder einkringeln, wie das eigentlich jeder Mensch oder fast jeder Mensch kann. Sehr viele können das ja auch nicht aus ihrer Zunge, so ein komisches Ding zu machen, so. Ihr wisst Bescheid, Mann. Dieses Mädchen geht next level und kann irgendwie eine Welle machen? Was? Kann ich nicht. Kann ich nicht. Naja, schauen wir einfach mal, was das Mädchen sonst noch kann. Anscheinend hat es ja echt gut Talent und macht auch Sachen, die wirklich, ich sage mal, außergewöhnlich sind. So, sie geht also jetzt zur Kamera. That's also hat sie gerade in die Kamera gefurzt? Schluss, aus, fertig, Leute. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst doch jetzt einen Daumen nach oben da. Ihr könnt jetzt noch kostenlos abonnieren, falls ihr neu seid. Hier geht es zum letzten Video. Wir beenden das Ganze nämlich hier jetzt, weil das ein bisschen ausgeartet ist.
Okay, naja, genau, er klickt dieses Video an und jede Person, die dieses Video anklickt, der verspreche ich, dass sie cool ist. Ihr habt's gehört, Leute.